Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute die 21. Lesung aus dem wundervollen Buch Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Es ist wirklich ein faszinierendes Buch und wir lernen noch, obwohl wir schon sehr viele Geschichtsbücher gelesen haben auf meinem Kanal und ihr vielleicht auch noch auf anderen, doch noch immer was dazu. Und nach den Revolutionen in Europa geht der Kampf jetzt weiter. So heißt das nächste Kapitel. Der Kampf geht aber auch heute weiter in dieser Welt, in der wir leben, weil der Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte immer noch nicht zu Ende ist. Weil wir wissen, wer am Ende siegt, aber wer bis dahin probiert zu siegen, der ist immer noch damit beschäftigt, uns zu beschäftigen. Viel Beschäftigung. Jedenfalls, der Antichrist lässt keine Gelegenheit aus, um diese Erde zu ärgern und mehr als zu ärgern, Gott zu ärgern mit dem, was er mit dieser Erde macht. Aber Gott ist geduldig und Gott weiß, dass er den längsten Atem hat und er weiß auch, dass er Vertreter hier auf dieser Erde hat, nicht diejenigen, die sich Stellvertreter Gottes nennen, den Antichristen, sondern diejenigen, die seine Kirche hier repräsentieren. Ja? Die Braut seines Sohnes, die Braut von Jesu Christi, die Kirche Gottes hier auf Erden, die Gläubigen, die dadurch, dass sie gläubig sind, eine Macht haben, und zwar den wahren Glauben haben, das muss ich dazu sagen. Menschen, die den wahren Glauben haben, die dadurch eine Macht haben, von der Macht kann der Antichrist nur träumen. Von der Macht kann der Teufel nur träumen. Denn wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns bestehen? Der Kampf geht weiter. Wir lesen heute ab Seite 196. Das gegenseitige Bestreben zwischen Papsttum und Zarentum, diesen beiden ungleichen und doch so gleichen autoritären Systemen, ein Modus Vivendi zu schaffen, wurde zwar durch manche Ereignisse politischer und ideologischer Art unterbrochen, aber nicht aufgegeben. Die Furcht vor den mannigfaltigen revolutionären Bewegungen in den europäischen Ländern und deren hinter- oder vordergründigen Lenkern und Führern war für die beiden bislang noch gefestigten autoritären Mächte der Antrieb gewesen, nach einer Verständigung zur gemeinsamen Abwehr zu suchen. In dieser Lage gelang es dem Papst und dem Zaren, ein Konkordat zwischen der russischen Regierung und der katholischen Kirche abzuschließen. Dieses Konkordat wurde am 3. August 1847 von den Bevollmächtigten in Rom unterzeichnet. Wir haben am 20. Juli 1933 einen ähnlichen Fall erlebt, als die autoritäre nationalsozialistische Regierung ein Konkordat mit dem Vatikan abschloss, das heute, nicht nur wo der Autor das Buch 1965 schreibt, sondern in 2024 noch gilt. Wie bei allen diesen Konkordaten waren die Kontrahenten aber nach dem Abschluss mit den getroffenen Vereinbarungen unzufrieden. Beide folgten nur zeitlich bedingten politischen Erwägungen, so dass man jedes Mal fragen muss, qui trompe-t-on ici? Wen täuscht man hier? Denn jeder der beiden Partner war insgeheim bestrebt, den anderen durch Auslegungskünste und Winkelzüge zu überspielen oder zu hintergehen. Dabei erwiesen sich die Kardinäle infolge ihrer theologischen Schulung immer als die geschickteren Auslegungskünstler. Dagegen kamen die Diplomaten niemals auf. Die mehr oder weniger erfolgreichen Revolutionen in Europa, zumal der Sturz Metternichs in Wien und des Königs Louis-Philippe in Paris, geboten im Jahre 1848 Eile, wenn durch die Verbindung von Papsttum und Zarismus überhaupt noch etwas erreicht werden sollte. Eduard Winter sagt dazu, Zitat, die Verhandlungen, die in den Jahren 1848 bis 1850 in Rom geführt wurden, zeigen deutlich, wie viel dem Zaren und seiner Regierung daran lag, nicht nur die Ratifizierung des Konkordats durch den Papst zu erreichen, sondern es auch zu Leben zu bringen. Das Bündnis von Zar und Papst mitten in der revolutionär bewegten Zeit sollte allen Anhängern der Restauration Mut machen. Im Augenblick ging es dem zaristischen Russland nur um die Bewahrung der restaurativen Kraft des Papsttums für Europa, die ebenso wie Österreich bedroht war. Ende Zitat.
Das Konkordat stieß in Russland auf Ablehnung. In einer Denkschrift über die römische Frage warnte der russische Dichter F.J. Tschutschew, der lebte zwischen 1803 und 1873, er warnte hier vor dem Papsttum. In dieser Denkschrift wurde unter anderem gesagt, Zitat, nicht indem wir uns von den Jesuiten führen lassen, sondern indem wir ihnen unsere russische Auffassung entgegensetzen, müssen wir vor sie treten. Ende Zitat. Das sollte vermutlich heißen, man könne die jesuitische Ideologie, die sich ja von Anfang an über die lokale und nationale Beschränkung erhoben hatte, nur durch eine größere und wirksamere Ideologie überwinden. Das war an sich richtig. Jene wirksamere russische Auffassung, welche die Möglichkeit einer Weltherrschaft einschloss, war der Panslawismus. Aber bei dieser russischen Ideologie unterschied Alexander Herzen zwischen einem zaristischen und einem völkischen Panslawismus. Ebenso lehnte Herzen die mit dem Zarismus verbundene Orthodoxie ab. Er erklärte indessen, der Katholizismus sei durch seine Bindung an das Papsttum noch reaktionärer als der durch die orthodoxe Kirche gestützte Zarismus. Ende Zitat. Tschutschew konnte es nicht schwerfallen, den Zaren zu überzeugen, dass weder das Papsttum noch der Katholizismus die erhoffte restaurative Kraft besaßen, um den revolutionären Bewegungen und Ideologien widerstehen zu können. Die Revolutionen in Rom, am Sitze des Papsttums, in Wien, in Paris und anderen katholischen Ländern hatten es schlagend erwiesen. Selbst der Franzose François Guizot, der lebte zwischen 1787 und 1874, ein eifriger Katholik, er hatte gestanden, Zitat, der römische Hof, also der Vatikan, der römische Hof ist zu lange der Bundesgenosse der absoluten Gewalt gewesen, als dass seine Sache nicht den Freunden politischer und religiöser Freiheit verdächtig sein sollte. Ende Zitat. Somit konnte sich der Zarismus im Bunde mit dem Papsttum nur kompromittieren. Daher meinten die russischen Intellektuellen angesichts der offenbaren Niederlagen des Papsttums gegenüber den revolutionären Bewegungen in Westeuropa, die katholische Kirche müsse sich mit der russisch-orthodoxen Kirche vereinigen und sich dieser unterwerfen. Noch einmal für diejenigen, die es nicht gewohnt sind, solche Sachen zu lesen. Wenn hier steht die katholische Kirche, dann müssen wir immer von der westlich-römisch-katholischen Kirche sprechen. Die russisch-orthodoxe Kirche ist ja auch katholisch, aber es ist halt die russisch-orthodox-katholische Kirche. Also die Westkirche und die Ostkirche. Dostojewski stellte in seinem Roman Der Idiot fest, der Katholizismus sei schlimmer als der Atheismus. In dem berühmten Roman Die Brüder Karamasow wies er durch die Gestalt des Großinquisitors auf die gefährliche Unduldsamkeit der römischen Kurie hin und zeigte, wie das wahre und ursprüngliche Christentum durch das Papsttum umgestaltet und zu politischer Herrschaft missbraucht worden war. Die Ideologie des Panslawismus gewann fortschreitend an Boden und nahm eine imperialistische Richtung. Von diesem Panslawismus hat Bismarck im Jahre 1879 gesagt, Zitat, es ist, als ob Russland unter der Leitung der slawischen Propaganda die Erbschaft des napoleonischen Cäsarismus übernommen hätte. Der Friede Europas ist seit dem Fall Napoleons von niemand als ausschließlich von dem slavophilen Russland bedroht. Ende Zitat. Wir werden noch sehen, wie sich in der entwickelten Slavophilie jesuitische Einflüsse bemerkbar machen, während die andere Richtung revolutionär-demokratische, ja völkische Bestrebungen vertrat. Tschutschew hatte in seiner Denkschrift das russische Volk als den Fels in der Sturmflut der Revolution bezeichnet. Vermutlich hatte er dies mit Rücksicht auf den Zaren getan. Jedenfalls urteilt Winter, Zitat, das galt nur für das offizielle zaristische Russland. Wo die Sympathien des russischen Volkes in den stürmischen Jahren 1848-49 tatsächlich waren, zeigen die zahlreichen Unruhen im Lande selbst und sehr gut die Berichte der österreichischen Gesandten in Russland. Ende Zitat.
Auch die Zarin Katharina II. Hatte sich geirrt, als sie die mit dem Zarismus verbundene russisch-orthodoxe Kirche für ein unüberwindliches Bollwerk gegen fortschrittliche, revolutionäre Gedanken hielt. Die Geschichte der Religionen zeigt, dass jede auf primitiven Vorstellungen beruhende religiöse Weltanschauung eines Tages von dem nach Erkenntnis strebenden Menschengeist überwunden wird. Denn, so sagte Schopenhauer, Zitat, Religionen sind Kinder der Unwissenheit, die ihre Mutter nicht lange überleben. Ende Zitat. Angesichts einer solchen Lage in Russland und der Entwicklung des Panslawismus wurde man im Westen bedenklich. Winter schreibt, Zitat, in den Geheimberichten des österreichischen Gesandten in Petersburg von Anfang 1854 nach Wien wird scharf zwischen dem russischen Kaiser und dem russischen Volk unterschieden. Während der Zar den Frieden wolle, wünschen die breite Masse die Befreiung ihrer slawischen Brüder auf dem Balkan. Eine Umkehr sei bei der augenblicklichen Erregung in Russland nicht mehr möglich. Alexander Herzen unterscheidet in der Situation des Krimkrieges mit Recht zwischen dem zaristischen Panslawismus und der Gesinnung des Volkes in Russland, das von dem glühenden Wunsch beseelt sei, die Balkanvölker frei vom türkischen Joch zu wissen, also Mohammedanismus. Ein solches Streben des russischen Volkes sei revolutionär, weil es die Vereinigung aller slawischen Völker auf revolutionär-demokratischer Grundlage anstrebe. Ende Zitat. Wo haben wir denn die Durchsetzung des Panslawismus gesehen? Mit dem sogenannten Warschauer Paktblock, als die Sowjetunion alle anderen slawischen Länder eben auch mit vereinnahmt hat. Ne? Nun, in Deutschland war dieses Bestreben, die Vereinigung aller deutschen Länder auf revolutionär-demokratischer Grundlage herbeizuführen, im Jahre 1848-49 an fürstlicher Eigensucht und konfessioneller Eifersucht gescheitert. Daher war man gegenüber derartigen Bestrebungen sehr misstrauisch geworden. Zumal in dem österreichischen Kaiserstaat, weil eine Vereinigung Deutsch-Österreichs mit den übrigen deutschen Bundesländern auf revolutionär-demokratischer Grundlage im ersten deutschen Parlament bereits beschlossen und eingeleitet worden war, nur durch die gewaltsame Niederschlagung des Wiener Oktoberaufstandes und der revolutionären Bewegung in den deutschen Bundesländern wurde diese Entwicklung verhindert. Zar Nikolaus I. war dem österreichischen Kaiser Franz Josef bei der Niederschlagung der Revolution behilflich gewesen, aber der sich jetzt auch in der russischen Politik bemerkbar machende Panslawismus mit seiner imperialistischen Tendenz bereitete den österreichischen wie den jesuitischen Politikern große Sorge. Am 29. November 1850 hat der Österreich auf der Konferenz von Olmütz seine Vorherrschaft in Deutschland gegen das aufstrebende Preußen abgesichert. Und am 18. August 1855 schloss der von dem Kardinal Rauscher beeinflusste Kaiser Franz Josef jenes ungeheuerliche Konkordat, durch das Österreich praktisch dem Vatikan unterworfen wurde. Auf jener Konferenz von Olmütz zeigte sich bereits die enge Verflechtung der österreichisch-politischen und der vatikanisch-kirchlichen Interessen. Mit anderen Worten, auf der Konferenz von Olmütz zeigte sich bereits die Zusammenfügung von Kirche und Staat über Staatsgrenzen, nämlich Österreich und Italien, hinweg. Allein der diplomatische Rückzug Preußens verhinderte eine vorgesehene und vorbereitete militärische Aktion Österreichs gegen Preußen, aus der sich zweifellos ein Krieg entwickelt haben würde. Die Hintergründe jenes österreichischen Vorgehens hat der dem österreichischen Kanzler Schwarzenberg und der Mutter des Kaisers Franz Josef sehr nahestehende, den Jesuiten eng verbundene Freiherr von Buß seinen Freunden im Jahre 1851 erläutert. Der Historiker Wilhelm Onken hat darüber geschrieben, und jetzt hört bitte gut zu, das ist ein ganz, ganz wichtiges Zitat. Der Kriegsplan der Jesuiten aber ward grell beleuchtet durch eine Äußerung aus dem Jahre 1851, welche die neue freie Presse bekannt machte. Professor Buß in Freiburg, einer der politischen Beichtväter der Erzherzogin Sophie, also der Mutter des jungen Kaisers Franz Josef,
dessen Frau übrigens, wenn ich mich nicht irre, die berühmte Sissi war, und tief eingeweiht in die Ziele des Fürsten Schwarzenberg, also des österreichischen Kanzlers, hatte über den Umschwung, der durch den Bußgang des Ministers von Manteuffel, des preußischen Außenministers in Olmütz, eingetreten war, gesagt. Bevor wir zum Zitat kommen, noch mal kurz wiederholen. Der Kriegsplan der Jesuiten ward grell beleuchtet durch eine Äußerung aus dem Jahre 1851, welche die neue freie Presse bekannt machte. Professor Buß, der politische Beichtvater der Mutter des jungen Kaisers Franz Josef, die tief eingeweiht waren in die Ziele des Fürsten Schwarzenberg, des österreichischen Kanzlers, hatte über den Umschwung, der durch den Bußgang des Ministers von Manteuffel eingetreten war, das Folgende gesagt. Zitat. Es ist dieser friedliche Ausgang der Differenz mit Preußen ein großer Schlag für die katholische Kirche. Steht unser Radetzky, ja, das ist ein österreichischer Feldmarschall, jetzt kommt's, ne? Steht unser Radetzky in Berlin, so ist die Burg des Protestantismus gefallen und der Papst wird von Berlin aus den deutschen Protestantismus in den Schoß der Kirche zurückführen. Staunen Sie nicht, meine Herren, ich weiß, was ich sage. In Württemberg allein schon haben wir über 50 protestantische Pfarrer, die ihre Unterwerfung unter das Primat des Papstes bereits zugesagt haben, wenn ihnen gestattet würde, ihre Ehe fortzuführen. Und in Norddeutschland werden es noch mehr sein, wenn nur erst der Schwarzenberg dreinzufahren hat. Es war die Hauptabsicht, durch den Krieg über die Preußen den Protestantismus zur Anerkennung der katholischen Kirche zu zwingen. Denn solange jener besteht, wird die Kaiserwürde nur ein frommer Wunsch bleiben. Das Kaiserreich muss wiedererrichtet werden und die Ungarn, die Kroaten, die Slowenen, nämlich alle herein. Und die Schirmvogtei mit den Bajonetten von 70 Millionen hinter sich wird die dreifache Krone des Papstes wieder zur Gesetzgeberin Europas machen. Für jetzt ist Schwarzenberg zu schwach gewesen. Aber die Kirche rastet nicht. Und mit den Mauerbrechern der Kirche werden wir diese Burg des Protestantismus langsam zerbröckeln müssen. Wir werden in den vorgeschobensten norddeutschen Bezirken die zerstreuten Katholiken sammeln und mit Geldmitteln unterstützen, damit sie den Katholizismus erhalten und Pioniere nach vorwärts werden. Mit einem Netze von katholischen Vereinen werden wir den altprotestantischen Herd in Preußen vom Osten und Westen umklammern und durch eine Unzahl von Klöstern diese Klammern befestigen und damit den Protestantismus erdrücken und die katholischen Provinzen, die zur Schmach aller Katholiken der Mark Brandenburg zugeteilt sind, befreien und die Hohenzollern unschädlich machen. Ende Zitat. Ähnliche Äußerungen hatte in jenen Tagen der Historiker Quirre getan. Und was damals von vielen belächelt wurde, war nur zu bald zu einer furchtbaren Wahrheit geworden. Was ehedem unter vier Augen geflüstert, von dem einen als das Ziel tief versteckter Pläne angedeutet, von dem anderen mit ungläubigem Lächeln als Fantasie hingenommen worden war. Das wurde seit Ausbruch des großen Kirchenkampfes im Jahre 1872 von allen Dächern gepredigt. Ende des Gesamtzitats. Es fing ja an mit einem Zitat des, das wir in der Einleitung hier gelesen hatten. Und deswegen werde ich da auch gleich nochmal kommentarisch drauf eingehen. Also das Gesamtzitat war ja von dem Willem Unken. Und in dem Zitat war ein anderes Zitat, das eben diese Äußerung in der neuen freien Presse bekannt gemacht wurde. Dieser Professor Buß, der also der politische Beichtvater der Erzherzogin Sophie war, der Mutter des französischen Kaisers und tief eingeweiht in die Ziele des österreichischen Kanzlers von Schwarzenberg und eben auch bekannt war mit dem Bußgang des Ministers von Manteuffel, des preußischen Außenministers in Olmütz.
Die Aussage werden wir uns jetzt noch einmal anschauen. Es ist vor allen Dingen der erste Satz, der einen Protestanten wirklich der heutigen Zeit erschüttern lässt, zu sehen, was damals bereits gesagt wurde und was dann, wir sprechen hier ja von 1851, was dann mit dem nationalsozialistischen Deutschland zwischen 1933 und 1945 erfolgreich durchgezogen wurde. Hier sehen wir wieder einmal die große Planung der Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche. Der erste Teil des Satzes ist so was von wichtig, den hören wir uns jetzt nochmal an. Zitat. Es ist dieser friedliche Ausgang der Differenz mit Preußen ein großer Schlag für die katholische Kirche. Steht unser Radetzky, das ist der österreichische Feldmarschall, ja? Überlegt mal, ein österreichischer Feldmarschall, steht unser Radetzky in Berlin, so ist die Burg des Protestantismus gefallen und der Papst wird von Berlin aus den deutschen Protestantismus in den Schoß der Kirche zurückführen. Was ist denn im sogenannten Dritten Reich passiert? Ein österreichischer Gefreiter, also jemand, der ein wenig vom Rang eines Feldmarschalls entfernt ist, sich aber nicht desto trotz viel mehr warnte, ein österreichischer Gefreiter ist nach Preußen gekommen, nach Berlin, in die Hauptstadt Preußens und hat die Burg des Protestantismus zerstört und dem Papst die Gelegenheit gegeben, von Berlin aus den deutschen Protestantismus in den Schoß der Kirche zurückzuführen. Das ist doch eigentlich im Dritten Reich passiert. Es geht doch um die Vernichtung des Protestantismus. Seit der Gründung der Jesuiten geht es um die Vernichtung des Protestantismus, die Vernichtung des Wortes Gottes in dieser Welt. Es geht um gar nichts anderes. England haben sie bereits geschafft. Und in England, erinnert ihr euch, aus anderen Lesungen habe ich gelesen von der Oxford-Bewegung, die zwischen 1833 und 1845 zum großen Erfolg führte. Glaubt ihr denn, es ist Zufall, dass das deutsche nationalsozialistische Reich genau 100 Jahre später, zwischen 1933 und 1945, genau dasselbe machte? Wir fingen an in England mit 1929 mit dem Emanzipationsakt, wo die römisch-katholische Kirche ihre Rechte wiederbekommen hat, wo sie gleichgestellt wurde der anglikanischen Kirche, wo sie gleichgestellt wurde allen anderen Kirchen, wo sogenannte Religionsfreiheit dort wieder eingeführt wurde. Und innerhalb der nächsten 12 Jahre hat die Oxford-Bewegung den Rest erledigt. Und was sich aus der Oxford-Bewegung entwickelt hat, das war die komplette Neugestaltung des Diözesan-England. Also die Diözesen wurden wieder eingerichtet, die Bischofssitze wurden wieder eingerichtet, die Schattenregierung wurde wieder vollständig aufgerichtet. Hauptsächlich in der Zeit zwischen 33 und 45, also im 19. Jahrhundert hat man das geacht, und dann auch noch die Jahre darüber hinaus. Und dieser erst vor 2 Jahren oder was heilig gesprochene Cardinal John Henry Newman lag zusammen mit Cardinal Wiseman an der Wurzel dieser Entwicklung. Und nicht zu vergessen, der Newman ist ein aus dem Protestantismus übergetretener Katholik. Der hat es in der römisch-katholischen Kirche bis zum Kardinal geschafft, bis zum Heiligen jetzt sogar geschafft, kommt aber ursprünglich, so gesagt, aus dem Protestantismus. Also meines Erachtens war er von Anfang an Jesuit, sicher, wenn man seine Agenda anschaut, was er gemacht hat. Aber der Punkt ist doch, dass hier in 1851, gerade wo jetzt in England diese große Entwicklung abgeschlossen war, hier der Historiker Onken schreibt, dass dieses Zitat, das jetzt hier kommt, von Manteuffel gesagt wurde, es ist dieser friedliche Ausgang der Differenz mit Preußen ein großer Schlag für die katholische Kirche. Und zwar kein Schlag ins Gesicht, kein Gegenschlag,
Ein Schlag, den sie nach Hause geholt haben. Steht unser Radetzky in Berlin oder steht unser Hitler in Berlin? So ist die Burg des Protestantismus gefallen und der Papst wird von Berlin aus den deutschen Protestantismus in den Schoß der Kirche zurückführen. Er konnte natürlich nicht den Namen Hitler sagen, den kannte damals ja noch keiner, der war ja noch nicht mal geboren. Aber man konnte den Schatten vorauswerfen von einem Hitler in Form eines Radetzky, den damals jeder kannte und jeder wusste, was damit gemeint war. 1851. Und er sagt, staunen Sie nicht, meine Herren. Ich weiß, was ich sage. Und jetzt kommt's. Die berühmte fünfte Kolonne, die ich bereits so oft angeführt habe, wird jetzt hier aufgezählt. In Württemberg allein haben wir über 50 protestantische Pfarrer, die ihre Unterwerfung unter dem Primat des Papstes bereits zugesagt haben. Unter der Bedingung, dass sie ihre Ehe fortführen dürfen, das heißt also kein Zölibat machen müssen. Und in Norddeutschland werden es noch mehr sein, wenn nur erst der Schwarzenberg dreinzufahren hat. Es war die Hauptabsicht, durch den Sieg über die Preußen den Protestantismus zur Anerkennung der katholischen Kirche zu zwingen. Denn solange der Protestantismus besteht, wird die Kaiserwürde nur ein frommer Wunsch bleiben. Das Kaiserreich muss wieder errichtet werden. Und wir sprechen hier vom Kaiserreich Deutschland-Österreich. Wir sprechen hier nicht von Österreich-Ungarn. Wir sprechen hier von einer Zusammenfügung von Deutschland und Österreich. Wir sprechen hier davon, von einem protestantischen Deutschland, das sich unter dem katholischen Österreich davon führen lassen muss. Wir hatten ja vorher gerade eben gelesen, dass die Grenze zwischen Österreich und Italien weggefallen war durch dieses Konkordat. Seht ihr jetzt das große Bild? Es war die Hauptabsicht, durch den Sieg über die Preußen den Protestantismus zur Anerkennung der katholischen Kirche zu zwingen. Also wenn Preußen besiegt ist, dann erkennt der Protestantismus die römisch-katholische Kirche wieder an. Aber solange der Protestantismus besteht, wird die Kaiserwürde nur ein frommer Wunsch bleiben. Adolf Hitler war der Kaiser, den sie dann 100 Jahre später gemacht haben. Der Radetzky in Berlin. Das Kaiserreich muss wiedererrichtet werden. Und die Ungarn, die Kroaten, die Slowenen, die nehmen wir alle hinein. Was hat Hitler denn gemacht? Mit Sudetendeutschland, mit der Ausbreitung Deutschlands nach Osten. Die Ungarn waren ja schon geschichtlich mit Österreich verbunden durch das Kaiser- und Königreich Österreich-Ungarn. Und die Slowenen nehme ich alle mit herein. Und diese Schirmvogtei mit den Bajonetten von 70 Millionen hinter sich, das sind die Deutschen, wird die dreifache Krone des Papstes, also die Tiara, wieder zur Gesetzgeberin Europas machen. Das heißt mit anderen Worten, der Papst wird wieder ultramontan mit seinem Primat in Europa regieren. Für jetzt, diesen Augenblick, ist Schwarzenberg, also der österreichische Außenminister, der österreichische Kanzler, Entschuldigung, Schwarzenberg. Für jetzt ist der Schwarzenberg zu schwach gewesen. Aber die Kirche rastet nicht, also ruht nicht. Und mit den Mauernbrechern der Kirche, was sind denn die Mauernbrecher der Kirche? Das ist die sogenannte fünfte Kolonne, von der wir gerade eben oben gelesen haben. Schon 50 protestantische Pfarrer in wo? Württemberg allein? Und viele weitere im Norden von Deutschland, wenn man ihnen nur erstmal gestattet, ihre Ehe fortzuführen. Nun lasst sie das doch tun. Lasst sie doch ihre Ehe fortführen. Die sterben aber aus. Die Pastoren oder die Priester bleiben ja nicht ewig da. Und die Nachfolger dürfen nicht mehr verheiratet sein. So macht man das in der römisch-katholischen Kirche. Und das sind die Mauerbrecher. Diese fünfte Kolonne. Das ist doch genau das, was er hier sagt.
In Württemberg allein haben wir über 50 protestantische Pfarrer, die ihre Unterwerfung an den Primat bereits zugesagt haben. Und in Norddeutschland werden es noch mehr sein, wenn nur der Schwarzenberg reinzufahren hat. Der Punkt ist doch, diese Pastoren sind doch diejenigen, die den Leuten in der Kirche sagen, was sie zu tun und zu lassen, zu glauben und nicht zu glauben haben. Die Pastoren in der Kirche sind doch diejenigen, die den Leuten sagen, wie sie sich am besten, zwischen Anführungszeichen, nach der Bibel zu verhalten haben. Und wenn der Pastor lehrt, dass das alles biblisch in Ordnung ist und dass man den Papst eben walten und schalten lassen muss, dann tun die Leute das. Weil die trauen dem ja, der vorne auf der Kanzel spricht. Der hat ja Autorität, der hat ja studiert, der kennt ja die Dinge. Aber was er da lehrt, ist nicht die Bibel. Wir werden in den vorgeschobensten norddeutschen Bezirken die zerstreuten Katholiken sammeln und mit Geldmitteln unterstützen, damit sie den Katholizismus erhalten und Pioniere nach vorwärts werden. Hier seht ihr die absolut praktische Umsetzung der fünften Kolonne der Katholiken, die im protestantischen Gebiet leben, wie sie hier den Katholizismus ausbreiten werden. Sie bekommen Geld. Und dann werden sie mit einem Netz von katholischen Vereinen das ganze Land umspannen. Sie werden überall Klöster bauen, was ja nichts Protestantisches, sondern was Katholisches ist. Und dadurch werden sie den Protestantismus erdrücken. Und die katholischen Provinzen, die zur Schmach aller Katholiken der Mark Brandenburg zugeteilt sind, befreien die Hohenzollern unschädlich und die Hohenzollern unschädlich machen. Mann, das ist so ein wichtiger Satz. Unten letzter Absatz, Seite 200 bis die ganze Seite 201 runter. Ich hoffe, dass das durchgekommen ist. Steht unser Radetzky in Berlin, so ist die Burg des Protestantismus gefallen. 100 Jahre später, noch nicht mal, was ist eine Aussage von 1851, 1933 stand der Radetzky in Berlin in der Form eines Adolf Hitler. Und der Papst hat dann aus Berlin den deutschen Protestantismus in den Schoß der Kirche zurückgeführt. Und was sie während der nationalsozialistischen Regierungszeit nicht geschafft haben, das Ende haben sie dann besorgt mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und als Resultat des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962 bis 1965 hat 1999 die lutherische Welt oder lutheranische weltweite Organisation, also die weltweite Organisation der lutherischen Kirche, ein Vertrag mit der römisch-katholischen Kirche unterzeichnet zur gemeinsamen Glaubenserklärung. Auf einmal glaubt die lutheranische Kirche so, wie die katholische es vorschreibt. Das heißt, der Protestantismus wurde in den Schoß der Kirche zurückgeführt. Was mit Adolf Hitler im Dritten Reich nicht ganz gelang, gelang hinterher mit der Bundesrepublik Deutschland, dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Unterzeichnung der gemeinsamen Glaubenserklärung 1999. Und heute gehen wir weiter. Und jetzt lesen wir weiter. Nun, sagt der Autor, was Onken hier schrieb, ist inzwischen noch deutlicher geworden. Das Buch ist von 1965. Ja? In Preußen waren die Könige der Hohenzollern zu beseitigen. In Russland war es erforderlich, die Zaren auszuschalten, um die beiden Bevölkerungen und Kirchen dem Primat des Papstes zu unterwerfen. Die Beseitigung der beiden Dynastien erfolgte durch den Ersten Weltkrieg. Was Freiherr von Buß im Jahre 1851 angedeutet hatte, ist nun inzwischen so weit fortgeschritten, dass es heute, 1965, unmöglich zu übersehen ist. Schon vor dem Abschluss des Konkordats hatte der Kardinal Rauscher dem Kardinal Viale Prela
am 6. August 1855 mitgeteilt, dass der österreichische Kaiser Franz Josef nicht nur wie einst als deutscher Kaiser der Schirmvogt der römischen Kirche sei, sondern auch als Präsident des Deutschen Bundes Schirmvogt über die katholischen Untertanen der protestantischen deutschen Fürsten wäre. Daraus leitete der Kardinal verschiedene Rechte des Vatikans ab, um über die Katholiken in den anderen Staaten gesetzlich verfügen zu können. Aus dieser Sicht betrachtet zeigen sich die Ursachen des im Jahre 1853 ausbrechenden Krimkrieges in einer ganz anderen, mit einer tieferen Bedeutung. Wir erkennen aber auch hier wieder realpolitische Vorder- und ideologische Hintergründe. Realpolitisch wollte sich der Zar Nikolaus I. einen Hauptanteil bei einer möglich erscheinenden Aufteilung der durch Kriege geschwächten Türkei, wie sie einst mit Polen vorgenommen war, sichern. So, wer jetzt aufmerksam diesen Satz verfolgt hat, der begreift, dass was hier im Krimkrieg nicht geklappt hat, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs geklappt hat. Realpolitisch wollte sich der Zar Nikolaus I. einen Hauptanteil bei einer möglich erscheinenden Aufteilung der durch Kriege geschwächten Türkei sichern. Türkei steht hier. Wir müssen das größer sehen, das Bild. Es geht um das Osmanische Reich. Und dieses Osmanische Reich, von dem die Türkei der Hauptsitz war, dieses Osmanische Reich wurde zersplittert nach Ende des Ersten Weltkriegs. Und die ganzen künstlichen Grenzen, die damals gezogen wurden, also alles, was wir heute im Nahen Osten so kennen, Libanon, Jordan, Syrien, Türkei, Irak, Iran, diese ganzen künstlichen Grenzen, die damals aufgebaut wurden, die Völker, die zusammengehören, auseinanderreißen, wie zum Beispiel die Kurden, die heutzutage in der Türkei, in Syrien und im Irak leben, das wurde alles erreicht mit dem Ersten Weltkrieg, mit der Zerschlagung des mohammedanistischen großen Reiches, des Osmanischen Reiches, in viele verschiedene kleine Teile. Zerschlage und kontrolliere die kleineren, weil das Große kannst du nicht besiegen oder das Große kannst du nicht regieren. Aber wenn du das Große zerschlägst in viele kleine, dann kannst du es zersplittern und dann kannst du es daher dann auch regieren. Und das ist ja die Zeit, in der wir heute leben. Ne? Aber hier sehen wir, dass das schon im Jahr, in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts Ziel war. Realpolitisch wollte sich der Zar Nikolaus I. einen Hauptanteil bei einer möglich erscheinenden Aufteilung der durch Kriege geschwächten Türkei, genauso wie sie es einst mit Polen vorgenommen hatten, sichern. Im Juli 1853 besetzten russische Truppen die Donaufürstentümer. Eine versuchte Vermittlung der Großmächte durch die Wiener Note vom 28. Juli 1853 blieb erfolglos. Am 1. November 1853 begann der offene Krieg zwischen Russland und der Türkei. England und Frankreich griffen auf Seiten der Türkei in den Krieg ein, der nach verlustreichen Kämpfen erst im Jahre 1856 durch den Frieden von Paris beendet wurde. Jetzt könnt ihr sagen, von ja, aber wenn sie doch den Mohammedanismus zerschlagen wollen, warum greifen dann England und Frankreich da ein? Also helfen den Türken oder den Mohammedanern, also Islam, wie man das heute nennt. Weil sie erstmal Russland zerschlagen wollten und das hat nicht geklappt. Und die Türkei dann zu zerschlagen, das war der zweite Preis, den haben sie sich dann später geholt. Betrachten wir nun die Hintergründe, sagt der Autor, so zeigen diese, wie Eduard Winter sehr richtig sagt, engen Verflechtungen von wirtschaftlichen, politischen und kirchlichen Interessen in besonders deutlicher Weise. Der Papst stand hinter dem österreichischen Kaiser nicht nur, weil dieser Russland gegenüber als unbedingter Schutzherr der römisch-katholischen Kirche auftrat, sondern weil er in den 50er Jahren noch die Existenz des von den Päpsten so zäh verteidigten, aber längst schon überlebten Kirchenstaates von Österreich abhing. Je stärker Österreich war,
desto sicherer war die Erhaltung des Kirchenstaates durch österreichische Bajonette. So wird der enge Zusammenhang zwischen Österreich und dem Vatikan im Krimkrieg durchaus verständlich. Ende Zitat. Mit diesen österreichischen Bajonetten hatte ja auch der Freier von Buß so zuversichtlich gedroht, als er von der Einbeziehung der Ungarn, Kroaten und Slowenen in den österreichischen Kaiserstaat sprach. Hatte sich der Vatikan in dem neu errichteten französischen Kaiserstaat eine Schutzmacht im Westen geschaffen, so wurde aus dem österreichischen Kaiserstaat eine solche Schutzmacht im Osten gebildet. Österreich trat zwar nicht mehr aktiv im Krimkrieg gegen Russland auf, schloss jedoch am 2. Dezember 1855 als Folge des Konkordats ein Bündnis mit den Westmächten, also England und Frankreich. Die drohende Haltung Österreichs zwang nun die Russen, starke Truppenverbände bereitzustellen, um gegebenenfalls gegen die österreichische Armee zu operieren. Diese Truppen fehlten auf den anderen Kriegsschauplätzen und schwächten so die russischen Kampftruppen bei der Entscheidung. So trug dieses Verhalten Österreichs wesentlich zur Niederlage Russlands im Krimkrieg bei. Dadurch wurde in Russland naturgemäß eine starke Erregung verursacht, die das Anwachsen des Panslawismus wesentlich förderte und den Gegensatz zu den Westmächten verstärkte. Das wirkte sich auch auf die Beziehungen zum Vatikan aus. Frankreich beteiligte sich gemäß der von Napoleon III. Bestimmten klerikalen Politik aktiv an dem Krimkrieg. Dieser Krieg war indessen bei der französischen Bevölkerung unpopulär. Man erinnert sich noch der Worte Louis Napoleons vor seiner Ernennung zum Kaiser: L'Empire sur la paix! Um den Kriegseintritt zu begründen, konstruierte Napoleon III. Jetzt ein Schutzrecht über die heiligen Stätten in Palästina, die durch das Vorgehen der Russen bedroht würden. Heilige Stätten in Palästina, ja, heute sprechen wir bitte schön von Israel. Also eine Art Kreuzzugsparole, die auch heute noch beliebt ist. 1965 genau wie 2024, ne? Realpolitisch gesehen wollte Louis Napoleon durch seine Teilnahme an diesem Krieg aus seiner außenpolitischen Isolierung herauskommen, in die er zumal gegenüber England durch den verdammungswürdigen Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 geraten war. Persönlich war er durch den Zaren Nikolaus I. sehr verärgert worden, während nämlich die übrigen Fürsten ihn als Kaiser der Franzosen anerkannt hatten und ihn dementsprechend behandelten, verweigerte ihm der Zar die unter Kaisern und Königen übliche Anrede Mon frère, also mein Bruder. Der jeden revolutionären Gedanken verabscheuende Nikolaus I. wollte den ehemaligen Carbonaro und Freimaurer Louis Napoleon nicht als Kaiser anerkennen, obgleich dieser mit dem Imperium ein autoritäres Regime in Frankreich eingeführt hatte. Dieses Regime hat ein zeitgenössischer anonymer Schriftsteller gekennzeichnet. Der sagt, Zitat, das Imperium ist der Jesuitismus und die Korruption im Inneren, die Bravade nach außen. Wenn das Innere ermattet hinsinkt, perinde ac cadaver, so wird ein Aderlass nach außen appliziert. Wenn jede freie Regung im Inneren erdrückt ist und Frankreich nur noch einer stummen, zahlenden und gehorsamen Herde gleicht, so rührt der Imperieur, also Kaiser, die Trommel wirbelnd und erzählt von den Untaten der Russen zu Jassy und Bukarest und von ihren räuberischen Absichten auf Konstantinopel. Der Mann der Antithese, der die Kunst erfand, zu binden, was sich ewig flieht, Als er Kaiser wurde, erfand er das Schibulett. Sklaverei im Innern, Chauvinismus nach außen. Brutale Gewalt nach beiden Seiten, die eine gegen die Franzosen, die andere durch sie. Ende Zitat. Die Beteiligung am Krimkriege sollte das Prestige Napoleons III. Im Innern stärken. Tatsächlich haben die französischen Truppen, zumal bei den Kämpfen um die Festung Sebastopol, die Hauptlast in diesem Kriege getragen. Zar Nikolaus I. erlebte das Ende dieses verlustreichen Krieges nicht mehr. Er starb am 2. März 1855. Sein Sohn und Nachfolger,
der Zar Alexander II., setzte den Krieg zwar noch fort, konnte aber die Niederlage Russlands nicht verhindern. Außerdem brach eine Finanzkatastrophe über Russland herein, während sich in Frankreich eine wirtschaftliche Prosperität zeigte, die auf der ersten Pariser Weltausstellung des Jahres 1855 in Erscheinung trat. Damals wurde der Eiffelturm errichtet, wie ihr euch vielleicht erinnert. Wir haben aus der Schilderung des katholischen Priesters Gaston Ritter über das Finanzgebaren der Rothschilds während des Spanischen Bürgerkrieges im Jahre 1835 entnehmen können, welche politischen Wirkungen hintergründige finanzielle Machenschaften zeitigen. Daher ist es möglich, dass auch im Falle Russland und Frankreich ähnliche Maßnahmen der großen Finanzmagnaten eine Rolle gespielt haben. Die finanziellen und wirtschaftlichen Einflüsse in der Politik verstärkten sich zunehmend und bestimmten oft deren Richtung. Wie sich doch die Geschichte wiederholt, wenn man mal an das Dritte Reich denkt, nicht wahr? Das von dem Zaren Nikolaus I. mit dem Vatikan im Jahre 1847 abgeschlossene Konkordat wirkte sich in Russland aus. Es verschaffte der römischen Kirche, wie stets in solchen Fällen, bedeutende Vorteile und größere Möglichkeiten zu ihrer Ausbreitung und Festigung. Da ihr ja wisst, was in der Hinsicht in solchen Konkordaten steht, habe ich da vorhin keinen Kommentar drüber gebracht und der Autor sagt es jetzt hier selber. Er sagt es sehr zurückhaltend, indem er sagt, es verschaffte der römischen Kirche bedeutende Vorteile und größere Möglichkeiten zu ihrer Ausbreitung und Festigung. Nikolaus I. mochte erwartet haben, dass sein Entgegenkommen den Papst veranlassen würde, auf die politischen Gegensätze und Spannungen zwischen Russland und Frankreich, zumal auf dem Balkan, ausgleichend einzuwirken. Der Krimkrieg und seine Folgen bereiteten jetzt dem Nachfolger, den Zaren Alexander II., noch größere Schwierigkeiten, ohne dass sich der Vatikan irgendwie einschaltete. Wo haben wir das denn schon mal gehört? Wenn das Land in die Bedrulle kommt, ist der Vatikan auf einmal ferne, nicht wahr? Der österreichische Kaiser Franz Josef I. erfüllte die ihm durch das österreichische Konkordat des Jahres 1855 zugewiesene Aufgabe, als Schirmvogt der römischen Kirche zu handeln, mit der bekannten habsburgischen Frömmigkeit. Das erstreckte sich nicht nur auf die Innenpolitik, sondern machte sich auch Russland gegenüber bemerkbar. Bekanntlich hat Leopold von Ranke in dieser habsburgischen Frömmigkeit eine egoistische Ader entdeckt, die jedoch auch sonst bei vielen sich fromm gebärdenden Staatsmännern und Politikern zu finden ist. Nach dem Ausgang des Krimkrieges und der damit verbundenen Schwächung des russischen Einflusses in Europa hatte der Vatikan keine Veranlassung mehr, zugunsten Russlands bei der österreichischen Regierung zu intervenieren. Im Gegenteil, der nach Petersburg entsandte päpstliche Legat Chigi stellte unter Ausnutzung der entstandenen Lage und Berufung auf das bestehende Konkordat neue, noch weitergehende Forderungen, die der Zar mit Rücksicht auf die in der Bevölkerung verbreitete antirömische Stimmung nicht bewilligen konnte. Der Legat reiste verstimmt und enttäuscht nach Rom zurück. Indessen hatten die im Ausland lebenden, teilweise zur römisch-katholischen Kirche übergetretenen Russen damit begonnen, die Vereinigung der russisch-orthodoxen Kirche mit der römisch-katholischen zu propagieren. Dabei trat der russische Jesuit Prinz Gagarin besonders eifrig mit Wort und Schrift hervor. Auch in Russland gewann er bald Anhänger für solche Pläne. Auf diese Weise entstand eine konservativ-revolutionäre Strömung. Zitat von Winter: Es handelte sich um eine bisher viel zu wenig beachtete und doch nicht so bezeichnete Gruppe adliger Russen, die wir am besten als katholische Slavophile ansprechen können. Ende Zitat. Bei dieser Gruppe war der religiös-politische Einfluss der Gedanke des ultrakatholischen Papisten de Maistre ebenso deutlich erkennbar, wie er sich heute in der deutschen Bundesrepublik bei den Bestrebungen der sogenannten Abendländischen Akademie verrät und dort auch offen zugegeben wird. Wow! Was haben wir nicht im modernen Kriege darüber gesprochen?
wie in der heute existierenden Deutschen Bundesrepublik die ultrakatholischen Papisten erkennbar sind und wie die verschiedenen Gruppen in Deutschland religiös-politischen Einfluss nach dem ultrakatholisch-papistischen Gedanken haben. Lesen wir es nochmal, das ist eine gute Einleitung bis zum Ende auf Seite 206. Bei dieser Gruppe war der religiös-politische Einfluss der Gedanke des ultrakatholischen Papisten de Maistre ebenso deutlich erkennbar, wie er sich heute in der Deutschen Bundesrepublik bei den Bestrebungen der sogenannten Abendländischen Akademie verrät und dort auch offen zugegeben wird. Nun tauschen wir mal eben die Abendländische Akademie aus mit einem anderen Namen, den ihr ganz gut kennt. Konrad Adenauer Stiftung. Das scheinbar revolutionäre Pathos dieser Gruppe zog zeitweilig viele fortschrittlich denkende Russen an. Auch solche, die, wie Alexander Herzen, in schärfstem Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche standen, glaubten, jene Gruppe unterstützen zu müssen. Nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das ist aber nicht wahr. Der einzige Freund, den wir haben, ist Jesus Christus. Wenn wir den nicht zum Freund haben, haben wir keine. Bei diesen Russen wirkten zweifellos nationale Beweggründe mit. Sie erstrebten nach der Niederlage im Krimkrieg eine Reform des zaristischen Regierungssystems und suchten durch eine Verbindung mit der römisch-katholischen Kirche eine Annäherung an das westliche Europa, zumal an Frankreich, herbeizuführen. Dennoch zweifelte man daran, ob das autoritäre und reaktionäre System des Zarismus mit einem anderen autoritären und reaktionären System des Papsttums überwunden werden könne. So etwa sah es Alexander Herzen an. Er selbst verfolgte den revolutionär-demokratischen Weg weiter. Der Zar Alexander II. Hob zwar die Leibeigenschaft der russischen Bauern auf, wollte sich aber der autoritären Herrschaft nicht entäußern. Dass Zar Alexander II. Hier die Leibeigenschaft aufhob, kennt ihr aus Das Salz der Erde. Dieser Protestantismus in Russland spielt ja zu der Zeit. So stand er vor den gleichen Problemen wie sein Vater, Zar Nikolaus I. Winter kennzeichnete die derzeitige Lage folgendermaßen, Zitat. Wohl versuchten der neue Zar und seine Ratgeber die revolutionäre Situation, die nach dem Krimkrieg immer stärker deutlich wurde, zunächst durch Ankündigung von Zugeständnissen zu meistern. Das gesellschaftliche Gefüge des zaristischen Russlands musste jedoch möglichst erhalten bleiben. Das war der Wille des größten Teils der herrschenden Klasse des Adels. Das gesellschaftliche Gefüge des zaristischen Russland musste möglichst erhalten bleiben. Warum? Natürlich hat der Adel da Interesse drin, denn ohne die gesellschaftlichen Gefüge des zaristischen Russlands ist der Adel vogelfrei gegenüber dem Volk, das ja jetzt, zwischen Anführungszeichen, befreit wurde durch die Leibeigenschaft, die abgeschafft wurde. Ihr könnt die Leibeigenschaft abschaffen, aber wir müssen das gesellschaftliche Gefüge des zaristischen Russlands erhalten, denn sonst herrscht die Klasse des Adels nicht mehr. Und die wollen ja nicht den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Deswegen, fährt der Autor fort, war die Frage nach der revolutionsfesten Ideologie gerade am Ende der 50er Jahre für das zaristische Russland ebenso aktuell wie 1848. Darüber stritten sich die orthodoxen Slavophilen heftig mit den katholischen Slavophilen. Ist das Katholische nicht für Russland etwas Revolutionäres? Also römisch-katholisch? Im Gegenteil, antworteten die katholischen Slavophilen. Die katholische Kirche ist eine stärkere Schutzwehr gegen die Revolution als die orthodoxe. Diese Auseinandersetzung ging bis zum 20. Jahrhundert. Auch sie drehte sich also wieder um die Frage, welche Kirche größere Sicherheit gegen die Revolution biete. Keine Kirche bietet Sicherheit gegen Revolution. Hier zeigte sich also wieder einmal, welche Funktion die Kirche mit dem Katholizismus, nicht Christentum, wie er steht. Hier zeigte sich also wieder einmal, welche Funktion die Kirche mit dem zwischen Anführungszeichen Christentum für die herrschenden Klassen zu erfüllen hat und auch tatsächlich erfüllt.
das ursprüngliche durchaus irdisch gedachte Reich Gottes, das die ersten Christen ihren Gläubigen mit der Wiederkunft Christi versprochen hatte, wurde nach Errichtung einer Staatskirche durch den römischen Kaiser Konstantin mit theologischen Spekulationen in den Himmel verlegt und den bedrückten Menschen und Sklaven wurde dort ein Ausgleich aller ihrer irdischen Not und ihres zeitlichen Elends versprochen. So wurde das zwischen Anführungszeichen Christentum, wie Heinrich Heine sagte, der Talisman gegen alle revolutionären Gedanken. Aber, so meinte Heine, jener Talisman ist morsch und kommen wird der Tag, wo er kläglich zusammenbricht. Und recht hat Heinrich Heine. Warum wird er kläglich zusammenbrechen? Weil es kein wahres Christentum ist? Weil es nicht lehrt, dass wir nicht in dieser Welt leben, sondern im Königreich Gottes, das im Himmel ist. Wir leben im Königreich Gottes heutzutage, weil das ist das wahre Christentum. Das ist das Königreich Gottes, meine Lieben. Das, was wir geistig erleben, wenn wir geistig wirklich zum Leben kommen. Nicht, wie wir hier in der Welt fleischlich leben. Aber so, wie wir geistig nach Jesu Christi Worten und nach seinen Geboten leben. Wenn wir das tun, dann leben wir im Königreich Gottes. Und nicht mit diesem Pseudo-Christentum, das wie ein Talisman hier gebraucht wird gegen revolutionäre Gedanken. Dieser Talisman ist morsch. Natürlich ist er morsch, weil er auf Sand gebaut ist und nicht auf dem Fels, der Jesus Christus ist. Aus diesem Grunde hat sich dann auch die russische Revolution des Jahres 1917 nicht nur gegen den Zarismus, sondern auch gegen die Kirche und den christlichen Glauben gewandt, also katholischen. Das Christentum in seiner Urform, zwar radikal kommunistisch, hatte sich zu einer reaktionären Ideologie entwickelt und die Kirche hatte sich in diesem Sinne bestätigt. Hier muss ich dem Autoren noch einmal ganz deutlich widersprechen. Das Urchristentum ist alles andere als kommunistisch. Nun kann man immer sagen, von ja, aber wenn wir alle gleich sind und es gibt ja nur einen Führer, Jesus Christus, unseren Hohepriester, den wir haben, und den König der Könige und den Herrn der Herren, wenn wir den haben, das ist doch alles kommunistisch. Nein, Kommunismus ist eine menschliche Ideologie, die auch hier auf dieser Welt vollkommen nicht umsetzbar ist, weil eben der gefallene Mensch diesen wirklichen Kommunismus gar nicht umsetzen kann, wirklich alle Menschen gleich sind. Habt ihr schon mal von einer Regierung gehört, ob sie jetzt Kommunist? Ja, habt ihr schon mal von einer kommunistischen Regierung gehört, wo alle Leute wirklich gleich sind? Wo alle wirklich gleich viel verdienen, gleich viel besitzen, gleich viel Rechte haben, habe ich noch nicht gekannt. Aber das ist das wahre Christentum. Das ist aber kein Kommunismus. Also wenn er hier sagt, das Christentum in seiner Urform zwar radikal kommunistisch, hat er sich zu einer reaktionären Ideologie entwickelt und die Kirche hat er sich in diesem Sinne bestätigt. Das Problem ist, das, was er hier als Christentum bezeichnet, das in seiner Urform radikal kommunistisch ist, das ist im Grunde der Katholizismus. Da sind nämlich alle gleich, bis auf den Papst, der oben drüber steht, der ultramontane Führer von allen. Das ist der Kommunismus auf dieser Erde. Ja? Da ist immer eine Hierarchie bei. Und die Hierarchie der Bibel ist klar. Gott ist das Haupt von Jesus. Jesus ist das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Das ist die Hierarchie, wenn sie biblisch ist. Und das hat nichts mit Kommunismus zu tun. Mit der Befestigung des Papsttums, so schrieb der Sozialdemokrat Karl Kautsky, mit der Befestigung des Papsttums ist die aufsteigende Entwicklung der Kirche vollendet. Von da an bedeutet jede weitere Entwicklung in Staat und Gesellschaft für sie einen Niedergang. Wird die Entwicklung ihr Feind und sie der Feind jeder Entwicklung und wird sie eine durch und durch reaktionäre, die Gesellschaft schädigende Einrichtung. Aus dem Kommunismus hervorgegangen, zählt sie zu den erbittersten Feinden des
modernen Kommunismus. Ende Zitat. Karl Kautskys Werk Der Ursprung des Christentums. Und wir dürfen nicht vergessen, dass solche Leute immer Katholizismus mit Christentum verwechseln, weil die römisch-katholische Kirche nun einmal für das Christentum in dieser Welt steht. Im Verständnis der Menschen, aber nicht, dass es auch tatsächlich so ist. Man könnte sagen, sagt der Autor, die Bestrebungen der Slavophilen liefen darauf hinaus, den sich ausbreitenden Panslavismus, sind weniger Werbung, katholisch zu taufen. Sie berücksichtigten zwar die nationalen Tendenzen jener Ideologie, gaben aber das autoritäre System des Zarismus nicht preis, sondern wollten es durch den Katholizismus untermauern. Nun hatte aber Papst Pius IX. Jedoch in seiner Unterredung mit dem Abbate Rosmini schon am 9. Juni 1849 ausdrücklich erklärt, die konstitutionelle Regierungsform sei mit derjenigen der Kirche nicht vereinbar. Die sogenannten konstitutionellen Rechte wie die Freiheit der Presse, der Assoziation und so weiter seien an sich schlecht, unsittlich und daher mit dem Geist der Kirche inkompatibel. Ende Zitat. Hier sehen wir bereits gedankliche Schritte des Papstes Pius IX. 1849, die dann 1864 im Syllabus der Fehler zu Papier gebracht wurden und dann eben auch in der päpstlichen Politik seitdem zum Tragen kommen. Nun, der Syllabus der Fehler ist im Grunde nichts Neues. Die Verdammung der Freiheit des normalen Menschen hat die römisch-katholische Kirche immer betrieben. Das war mit dem Syllabus der Fehler nicht neu. Aber es war neu, dass dieses Werk so rausgebracht wurde und 150 Jahre, 160 Jahre später, heute, 2024, immer noch bekannt ist und immer noch darüber diskutiert wird. Zumindest von meiner Seite aus. Die römisch-katholische Kirche diskutiert da nicht drüber. Die akzeptiert den ultramontanen Primat des Papstes und damit ist Ende Gelände. Und bei mir ist noch lange nicht Ende Gelände. Wir gehen jetzt erstmal zurück und lesen die Bibel. Und nächstes Mal kommen wir zur 22. Sendung hier zurück, wenn es wieder heißt Kreml und Vatikan. Ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Und in der Zwischenzeit lesen wir das Wort Gottes. Nur dann können wir auch verstehen, wie der Autor falsch liegt, wenn er das Urchristentum Kommunismus nennt. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Maranatha.